Bis dahin, Martin Richter, vielen Dank. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt einen Gast, nämlich den Politikwissenschaftler Professor Thomas Jäger, Politikwissenschaftler von der Universität zu Köln. Sie werden heute gemeinsam mit mir das G20-Außenministertreffen analysieren. Wir können Ihnen einmal schon Live-Bilder zeigen. Dort wartet Sigmar Gabriel, der Außenminister, gleich auf seine Gäste. Sie werden gleich vorfahren. Und das werden wir ganz genau beobachten. Professor Jäger, wer kommt denn alles? Nun, es kommen insgesamt 17 Außenminister, zwei Stellvertretende, die Außenbeauftragte der Europäischen Union, der Generalsekretär der Afrikanischen Union und dann um diesen Kreis herum noch weitere Außenminister, etwa der Spaniens, das nicht zum G20-Format gehört oder von anderen internationalen Organisationen. Und das ist ein ganz wichtiges Format, das von Zeit zu Zeit Aufgaben übernimmt, wenn andere Formate nicht bereitstehen. Wenn wir in die Geschichte der G20 gucken, das ist 1999 sind die G20 gegründet worden, weil es in Asien eine Finanzkrise gab. Und dann lagen die brach, wenn man so will, für fast 10 Jahre. Sie waren nicht groß im Fokus der Öffentlichkeit. Und als die Finanzkrise 2008, 2009 die gesamte Welt erschütterte und das Format der G7-8 nicht ausreichte. Jetzt sehen wir gerade Rex Tillerson, der US-Außenminister, ist bereits eingetroffen. Das sind jetzt keine Live-Bilder, sondern der ist schon da, wie auch weitere Gäste. Das ist der saudische Außenminister. Ganz genau. Und schauen wir mal, wen wir sehen. Den Gastgeber, Außenminister Sigmar Gabriel, ganz frisch im Amt. Ja, Große, wichtige Aufgabe für ihn heute. Wie viele derer, die hier sind. Sergej Lavrov, der russische Außenminister, ist, wenn man so will, der alte Hase unter allen, der das ja nun schon über 10 Jahre macht. Der chinesische Außenminister, den wir hier sehen, ist nun auch schon seit einigen Jahren im Amt. Das ist der südkoreanische. Genau, gerade in diesen Zeiten. Der sich hinter dem Regenschirm versteckt hat. Ja, von wem? Das ist der türkische Außenminister. Ganz genau. So, diese Herren sind also schon da. Es werden auch nachher einige Damen eintreffen, zum Beispiel Federica Mogherini vertritt die EU. Argentinien, Südafrika, Indien haben Außenminister, wobei die indische Außenministerin nicht kommt, sondern ein Stellvertreter. Kommt ähnlich wie im Fall Australien. Aber wenn man zurückschaut, das ist erst das zweite Außenministertreffen des G20-Formats. Das letzte fand 2012 in Mexiko statt. Das war ganz schlecht besucht. Da war irgendwie nur die Hälfte da. Richtig. Wieso? Weil das hängt mit dem Format zusammen. Manchmal sind die Fragen so drängend, dass alle sagen, wir müssen uns in diesem Format treffen. Da gibt es etwas zu besprechen. Und manchmal ist das eben nicht der Fall und deswegen spielen die G20 manchmal eine ganz wichtige Rolle in der internationalen Politik und manchmal sind sie sozusagen, sie sind nicht im Schlaf, aber die Öffentlichkeit bekommt das nicht mit. Die Finanzminister treffen sich, die Notenbankchefs treffen sich und das ist eine ganz wichtige multilaterale Einrichtung, die wir hier beobachten können, die eben jetzt auf einmal so wichtig wird, weil man wissen will, was geschieht eigentlich mit den Vereinigten Staaten. Das ist die Hauptfrage, die alle zusammengeführt hat und die ganz unterschiedliche Bereiche betrifft, von den Großmächtebeziehungen USA-Russland, USA-China bis hin zur Klimapolitik. Und da wird eben nicht nur über aktuelle Krisen gesprochen werden. Das ist das eine, wo wir möglicherweise sehen, dass es über Syrien, über die Ukraine Statements gibt im Verlauf dieser 2 Tage. Sondern es wird auch über einen Grundsatz gesprochen werden. Über die Ursachen. Dieses Format ist eines, in dem man sagt, man trifft sich und bespricht miteinander im großen Kreis, in einem Kreis, der sozusagen groß genug ist, um die Mehrzahl der Bevölkerung, des Bruttosozialproduktes dieser Welt zu repräsentieren, aber eben auch noch so ist, dass man miteinander sprechen kann, was in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, wo alle vertreten sind, viel, viel schwieriger ist. Und das ist etwas, was die amerikanische Regierung momentan in Zweifel zieht, die den Grundsatz ausgibt, wir würden gern mit jedem dieser 19 Staaten, die hier zusammenkommen, also mit den anderen 18, einzeln sprechen. Und dieser Kampf zwischen diesem
Gespräch von Staat zu Staat, was man mit dem Fachausdruck bilateral nennt, zweiseitig, und diesem multilateralen, dem vielseitigen Format. Das ist ein Grundsatzstreit, der zwischen diesen Staaten und vor allem mit der Außenpolitik der Vereinigten Staaten jetzt gerade ausgetragen wird. Mit der Frage, werden diese multilateralen Formate in Zukunft noch solch eine große Rolle spielen wie in der Vergangenheit? Denn außer Frage steht, wenn sich die USA aus diesen Konferenzen zurückziehen, verlieren sie derart an Durchschlagskraft, an politischer Bedeutung, dass sie dann wieder in Ruhe verfallen und man warten muss, bis sie wieder wachgeküsst werden und möglicherweise eine andere Regierung oder diese Regierung mit anderer Politik sie für wichtig erachtet. Aber wie steht denn der neue amerikanische Außenminister dazu zur internationalen Zusammenarbeit? Anders als der Dealmaker Donald Trump hat er sich ja in letzter Zeit geäußert. Also die Europäer oder die Partner können ja eigentlich nur hoffen, was er hier zu sagen hat. Ja, die große Frage, die wir noch nicht beantworten können, ist, welcher Berater des amerikanischen Präsidenten hat denn welchen Einfluss auf seine Entscheidung? Das wissen wir im Moment schlicht noch nicht, weil die Minister noch viel zu kurz im Amt sind, weil es im Weißen Haus selbst im Beraterkreis in den letzten Tagen zu kräftigen Erschütterungen gekommen ist und sich das gerade jetzt neu zurechtzurrt. Das ist nicht unüblich für neu ins Amt gekommene amerikanische Administrationen, aber in diesem Fall ist es schon besonders ruppig, was wir hier beobachten können. Und dass sowohl der Verteidigungsminister Mattis in Brüssel als auch Tillerson bisher eher verbindlich aufgetreten sind, das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie am Ende die Politik des Präsidenten exekutieren werden. Sie haben keine eigene Agenda. Amerikanische Minister unterscheiden sich von Ministern, wie wir das in Deutschland kennen, dadurch, dass sie keine Ressortverantwortlichkeit haben. Es ist nicht so, dass der deutsche Außenminister macht Außenpolitik in eigener Verantwortung und muss sie dann selbstverständlich im Kabinett rückbinden. Aber er steht für sich. Und der amerikanische Außenminister steht als Sprecher des Präsidenten. Und er kann seine Bedeutung auch gegenüber anderen Staatschefs nur dadurch erlangen, dass er das Ohr des Präsidenten hat, dass er Zugang hat. Ein Außenminister des amerikanischen Präsidenten, der keinen Zugang hat, mit dem sprechen die anderen nicht mehr, weil sie wissen, der hat keinen Einfluss. Und das wissen wir einfach noch nicht, weil die Administration so jung ist, wie etwa der Einfluss von Tillerson am Ende sein wird. Aber gibt es eine Erklärung dafür, warum der US-Präsident sich dann einen Außenminister wie Tillerson ausgesucht hat? Na, am Anfang hat man gesehen, dass das Kabinett nach einer gewissen Methode zusammengestellt wurde. Nämlich, Sie haben das Wort schon gesagt, Dealmaker. Da wurden Leute gesucht, die Geschäfte machen können. Und Tillerson ist ja nun jemand, der bei ExxonMobil eine ganze Reihe von Geschäften gemacht hat, lukrative Geschäfte. Und auch mit Staatschefs, mit Regierungen verhandelt hat. Insofern ist das Wort, dass er politisch unerfahren ist, aus meiner Sicht ziemlich gewagt. Er hat eine ganze Reihe von politischer Erfahrung auf anderem Gebiet, nämlich im Bereich der Beziehung von Wirtschaftsunternehmen zu Regierungen. Worin er keine Erfahrung hat oder nur weniger Erfahrung, das ist in diesen multilateralen Formaten. Denn die meisten Deals, die wurden sozusagen von 1:1 gemacht, wenn er mit der russischen Regierung gesprochen hat, wenn er mit Regierungen in Nordafrika etwa, wo ExxonMobil aktiv war, gesprochen hat. Aber diese Formate, wo man ganz unterschiedliche Interessen miteinander abstimmen muss, da mag es ihm an Erfahrung fehlen. Das wird man sehen, wie schnell er da hineinkommt. Und er wird ebenso wie der amerikanische Präsident selbst sehr schnell lernen, dass einfache Lösungen und relativ schlichte Pläne an der Komplexität dieser Beziehungen immer scheitern. Und dass es am Ende schwieriger wird, als man sich das vorgestellt hat. Also denken Sie, Donald Trump wird nicht so weitermachen können wie bisher? Ist jetzt knapp einen Monat im Amt? Naja, er spielt momentan auf unterschiedlichen Ebenen. Und das macht es so kompliziert zu verstehen, was in der Außenpolitik gerade geschieht. Deswegen hat Wolfgang Ischinger ja auch vorhin den Beitrag gesagt, es gibt mehr Fragezeichen. Das ist so, weil Trump erstens mal seine eigenen Wähler bedient. Für die hat er in der Dekretwoche
denjenigen gespielt, der ein Dekret nach dem anderen heraushaut, wohl wissend, dass das so nicht durchgeht. Und alle Versuche der amerikanischen Regierung, das zu rechtfertigen, zu sagen, der Präsident kann aus eigener Macht handeln, das hat ja nur dazu geführt, dass die Opposition in den USA gewachsen ist und dass sie jetzt eben spüren, dass man nicht nur aus der Exekutive heraus handeln kann, sondern dass man Politik abstimmen muss. Und eine Abstimmungsebene ist eben die G20, in der man Politik rückbinden muss, in der man zu Vereinbarungen kommen muss und in der man eben sehen muss, dass all das, was internationale Kooperationspartner verlangt, in solchen Formaten besprochen und miteinander abgestimmt werden muss. Wir haben jetzt hier eben den Gastgeber gesehen, Außenminister Sigmar Gabriel, ganz frisch im Amt. Gerade in diesen Zeiten braucht es ja enorm viel diplomatisches Geschick. Trauen Sie das Sigmar Gabriel zu? Naja, er hat wie jeder Vorschusslorbeeren bekommen und die muss er sich jetzt verdienen, indem er das gut führt. Das ist eine wichtige Aufgabe und eine schwierige Aufgabe, diese Konferenz zu leiten, das zu einem guten Abschluss zu bringen. Und sein Ansatz ist in dem Fall völlig richtig, zu sagen, die multilateralen Verfahren, die für die Europäer ja sozusagen zur politischen DNA gehören und in die sich andere, insbesondere kleinere Staaten, gern einfinden, die muss man jetzt stärken und muss sehen, dass diese Verfahren nicht dadurch ausgehebelt werden, dass die drei Großmächte, USA, Russland und China, sich nur auf sich besinnen und jeder den eigenen Ländernamen mit einem zuerst verbindet. Als Wirtschaftsminister hat er sich ja für die stufenweise Aufhebung der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Wie wird er damit jetzt als Außenminister umgehen? Nun, als Außenminister vertritt er andere Interessen, nämlich die des Hauses. Und das ist nicht unüblich, dass Minister, wenn sie das Amt wechseln, auch ein wenig ihre Positionen anpassen. Das ist ja nicht nur müssen. Ein wenig, sondern das ist ja ganz entscheidend. Seien Sie nicht so streng mit ihm in diesem Punkt. Man wird das ja sehen, wie das mit den Sanktionen aussieht. Es sah am Anfang ja so aus, als würde die westliche Einigkeit hier erstmal zerbrechen. Und wären die Europäer am Ende zerstritten auf einer Sanktionsposition, die man in Italien nicht mehr mitträgt, die man in Ungarn und in Griechenland eigentlich nicht mehr mittragen wollte. Jetzt wird es wesentlich darauf ankommen, was die amerikanische Regierung für eine Position einnimmt. Und es ist selbstverständlich, dass ein Minister, der vor allem die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland im Auge hat, vor allem wahrnimmt, dass diese Sanktionen auch deutschen Unternehmen geschadet haben. Das steht ja außer Zweifel. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die auch deutlich gemacht haben, Druck gemacht haben, dass sie diesen Sanktionen weghaben wollen. Das ist aus der Position des Auswärtigen Amtes eine viel prinzipiellere Frage. Da geht es nämlich um die Frage, ob Normen in der internationalen Politik Bedeutung haben, ob es sozusagen nicht verhandelbar ist, dass man gewaltsame Grenzverletzungen zu unterlassen hat. Und das ist eine Position, die jetzt vertreten wird, die das Kabinett vertritt, die Europäische Union vertritt. Und da gibt es immer wieder einzelne Minister, einzelne Staaten, die das eher widerwillig tun, weil sie noch andere Interessen dabei berücksichtigt sehen möchten. Aber es ist die Position, so hat man den Eindruck, auf die sich jetzt alle wieder zubewegen. Und das sieht aus Moskauer Sicht dann unschön aus. Denn hier hat man sich in den letzten Wochen ja doch erhofft, dass diese Sanktionsfront bröckelt, dass man Keile hineinschieben kann. Und wenn der erste Stein rausgebrochen ist, würde diese Mauer brechen. Und das wird man auch jetzt an der Tonart sicher beobachten können, wie scharf hier gesprochen wird, wie groß die Enttäuschung in Moskau ist. Wenn wir uns an die OSZE-Ministerratssitzung in Hamburg erinnern, Ende letzten Jahres, da sind die russischen und ukrainischen Vertreter scharf aufeinander
getroffen. Und Kerry stand damals noch Außenminister der Vereinigten Staaten eng an der Seite der Ukraine. Wir müssen sehen, ob diese Fragen jetzt genau in der gleichen Schärfe besprochen werden, ob sie überhaupt thematisiert werden und wie dann die Antworten ausfallen. Vielen Dank, Professor Jäger. Wir sprechen gleich weiter.